Herzlich willkommen zu meinem Tutorial zum Thema ADHS und Zurückweisung. In diesem Tutorial möchte ich Zusammenhänge zwischen Stimmung bzw. Depressionen, Stimmungseinbrüchen bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit einer ADHS-Konstitution erklären. Eines der größten Probleme im Zusammenhang mit einer Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsstörung ist die Angst vor Zurückweisung. In der englischsprachigen Fachliteratur spricht man von Rejection Sensitive Dysphoria, also einer besonderen Empfindsamkeit für Kritik und Ablehnung. Dysphorie kann man sich wie einen ständig gereizten und genervten Zustand, wie beispielsweise bei Mädchen in der Pubertät, vorstellen. Ursprünglich heißt es aber jedoch schwierig zu ertragen. Typisch ist ein Zustand der ständigen Selbstabwertung und Frustration. Im Zusammenhang mit ADHS wird eine extreme Sensitivität für Stimmungen und Spannungen, aber auch für Ungerechtigkeit auf, beziehungsweise eine besondere Empfindsamkeit für emotionale Verletzungen durch die Reizoffenheit bei Reizfilterschwäche. Dabei muss es sich noch nicht einmal um reale bzw. bewusste Verletzungen von anderen Personen handeln oder typische Fettnäpfchen, in die wir wegen der ADHS-Probleme tappen. Wenn sich ein ADHSler von einer anderen Person zurückgewiesen oder auch nur geneckt fühlt bzw. eine Kritik oder Ablehnung annimmt, tritt häufig eine Art Gefühlsabsturz auf. Was bedeutet nun Internalisierung? Als Reaktion auf die einmal mehr erlebte Ablehnung bzw. angenommene Ablehnung fressen häufig die Betroffenen den Schmerz quasi in sich rein, statt ihn durch Worte oder Verhalten auszudrücken. Das wirkt wie eine Depression nach außen. Aber eigentlich ist es mehr, oder besser gesagt, in der Ansammlung von ganz vielen dieser Situationen und dem Angst vor Kontrollverlust kann sich durchaus später eine Depression entwickeln. Es sammeln sich quasi alle früheren ähnlichen Situationen wie Trigger und werden dann in einer neuen Situation aufgerufen. Es ist also kein Gefühl der Gefühllosigkeit oder Leere, wie es typisch für Depressionen wäre. Auch im Kontakt wirken Patienten mit einer Rejection Sensitive Dysphoria nicht depressiv. Dennoch leiden sie umso stärker. Es ist eher ein Gefühl wie ein brodelnder negativer Vulkan oder aber das Gefühl, überhaupt keinen festen Boden mehr unter den Füßen zu haben. Es reicht dann ein Blick, ein bestimmter negativer Tonfall oder auch einzelne Triggerworte, um wieder in diesen Abwertungsmodus der Dysphorie geworfen zu werden. Es werden dann alle früheren ähnlichen Situationen emotional erinnert und man fühlt sich überflutet von den negativen Gefühlen. Und häufig kommt man davon allein kaum wieder raus. Was bedeutet nun Externalisierung? Hier richtet sich das Gefühl quasi nach außen, in Form von Wutausbrüchen mit verbaler oder sichtbarer körperlicher Gewalt. Häufig reicht dann eine absolute Kleinigkeit und es tritt eine unangemessene, heftige und für andere Personen nicht nachvollziehbare Überreaktion auf. Dafür erhalten dann viele ADHS-Kids oder wir Erwachsenen dann wiederum eine Bestrafung oder Kritik. Durch die mangelnde Bremsfähigkeit, Stichwort behaviorale Inhibition, wird dieses Problem natürlich noch verstärkt. Fehldiagnosen von Ärzten und Psychotherapeuten sind in diesem Zusammenhang häufig. Der rasche Stimmungswechsel bzw. die Auslösung durch scheinbare Kleinigkeiten führt dazu, dass viele Psychiater oder Psychologen dann beispielsweise eine bipolare Störung Typ 2 oder Borderline vermuten. Auch Persönlichkeitsstörungen werden häufig in diesem Zusammenhang diagnostiziert. Habe ich vielleicht eine soziale Phobie? Tatsächlich ist der Unterschied zur sozialen Phobie gar nicht so einfach herzustellen. Typisch bei der sozialen Phobie ist eher die Angst vor Blamage bzw. die Angst, in Mittelpunktsituationen unangenehm aufzufallen. Im Zusammenhang mit ADHS ist jedoch eher eine Angst vor Zurückweisung typisch. Aus Angst vor falschen Reaktionen ziehen sich viele ADHSler aus sozialen Situationen zurück. Es ist aber eigentlich keine Angststörung und daher greifen auch die angebotenen Therapien, wie zum Beispiel Expositionsübungen oder soziales Kompetenztraining, überhaupt nicht. Was kann man dann dagegen tun? Hilft vielleicht Psychotherapie? Viele meiner Patientinnen und Patienten haben über viele Jahre Verhaltenstherapie oder tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie gemacht und fühlen sich kein Stück besser. Vielmehr entsteht so eine gewisse Frustration, weil sie ja Woche für Woche zum Psychotherapeuten rennen, sich aber überhaupt keine Besserung durch die versprochenen Therapiemodule einstellen kann. Neben einer ausführlichen Aufklärung über die Zusammenhänge, also einem
ausführlichen Störungsbild-Teaching arbeite ich sehr gerne mit inneren Bildern, also Imaginationsverfahren. Dabei wird ein Gefühl bzw. emotionaler Zustand in ein vorgestelltes, also imaginiertes Bild übersetzt. Schau dazu einfach mal auf die Webseite www.emoflex.com. Beispiele wären zum Beispiel, dass man eine Angst in einen Kugelfisch, in Obst oder Gemüse oder vielleicht einen Planeten übersetzt. Was kann jetzt die Pharmakotherapie Gutes tun? Zunächst einmal wird man natürlich versuchen, die ADHS-Konstitution nach besten Mitteln zu behandeln. Ich selber würde dabei Amphetamine wie Atentin oder Elvanse gegenüber Methylphenidat bevorzugen. Antidepressiva haben nach der Erfahrung der meisten Patienten nur eine geringe Wirkung. Man kann versuchen, die Methylphenidat-Behandlung mit einem Serotonin-Wiederaufnahmehemmer zu unterstützen. Die alleinige Antidepressiva-Medikation führt erfahrungsgemäß jedoch zu keiner Besserung. In amerikanischen Berichten wird behauptet, dass das in Deutschland relativ neu auf dem Markt befindliche Guanfacin in Kombination mit Psychostimulantien zu einer deutlichen Beeinflussung dieses Problems führen könnte. Auch MAO-Hämmer wie Aurorix sollen eine Besserung bringen. Ich selber habe früher sehr niedrig dosiert Risperidon, also Risperdal, in einer Dosis von 0,25 bis 0,5 Milligramm für die besondere Reizoffenheit bei Reizfilterschwäche probiert, wenn die emotionale Verletzbarkeit besonders stark sind. Daneben spielt aber das Thema Selbstfürsorge eine große Rolle. Behandle dich selber, wie du sonst einen guten Freund oder die beste Freundin behandeln würdest. Danke für deine Aufmerksamkeit. Wenn du auch mich wie deinen besten Freund behandeln möchtest und mir einen Kaffee ausgeben willst, schau mal auf meine Patreon-Seite. Vielen Dank.